Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part waren wir ganz brave Häftlinge und haben die Gefangenenarbeit hier übernommen an den ersten beiden Tagen. Jetzt gerade sind wir am zweiten Gefängnistag, wo wir diesen Lykosen hier umbringen sollen, weil der wild geworden ist und eher alle anderen umbringt. Deswegen sollen wir ihn ausschalten. Da haben wir ihn. Wir müssen ihn besiegen, bevor es noch mehr Verletzte gibt. Und morgen am dritten Tag, jetzt hat er auch wieder volle Leben. Wir haben beim letzten Mal schon die Hälfte der Leben dem abgezogen. Aber jetzt ist er wieder komplett da. Na gut. Genau, auf jeden Fall morgen am nächsten Tag werden wir dann ausbrechen. Ist zumindest aktuell unser Plan. Weil nämlich dort viele Wärter wechseln, weil die da auf einer anderen Insel sind und Übungen machen oder so. Deswegen, da haben wir dann eine gute Möglichkeit, um auszubrechen. Und ich hoffe mal, dass das dann gelingen wird. Mal gucken. So, ja, ich glaube aber der Kampf dürfte schon ziemlich einfach werden. Auch wenn ich leider keine Ouroboros mächtige benutzen darf, weil das ein bisschen auffällig wäre. Das würden die blöden Wächter dann vielleicht doch checken. Und deswegen, das kann ich leider nicht machen. Aber trotzdem, der Kampf dürfte ziemlich einfach werden. Yay! Easy. Puh, wir haben es irgendwie hinbekommen. Das Biest war zäher als erwartet. Damit hätten wir unsere Aufgabe erledigt. Was nun? Wir sollten das wohl melden. Wie jetzt? Ihr habt ihn einfach schon ohne mich platt gemacht? Ich hätte eigentlich noch ein bisschen Bewegung gebrauchen können. Bewegung? Passt schon. Dann lauft mal zum lieben Wärter und erzählt, wie brav ihr alles erledigt habt. Ja? Sollen wir den Sieg wirklich allein für uns beanspruchen? Na klar, ihr habt ihn ja letztendlich auch besiegt. Hier passt wohl heute niemand auf. Die Gelegenheit sollten wir nutzen, um für morgen schon mal einen Blick zu riskieren. Oh, okay, dann machen wir das so. Ach, ist das Tor diesmal offen, oder wie? Nee, schon zu. War es gerade eben offen in der Cutscene? Können wir raus? Wir sehen uns hier noch kurz um und kommen dann auch zurück. Erstattet ihr schon mal dem Wärter Bericht? Ne, okay, ich dachte, wir dürfen uns jetzt da draußen auch schon umsehen. Aber das wäre natürlich zu einfach gewesen. Okay. So, wir erstatten Bericht. Wir haben den durchgedrehten Lykos besiegt. Oh, schön. Und habt ihr auch irgendeinen Beweis dafür mitgebracht? Hier, die Hörner von dem Viech. Die können doch genauso gut von einem ganz harmlosen Lykosen stammeln. Die zählen nicht als Beweis. Wie bitte? Die wollen uns ja wohl verarschen, diese verloderten... Leider sitzen sie am längeren Hebel. Wir müssen wohl zurück und sehen, ob wir einen besseren Beweis finden. Oh Mann, also wieder den kompletten Weg zurücklatschen. Lance ist auch schon ganz genervt. Vom vielen Hin- und Herlaufen und kann ich verstehen. Mal gucken. Habt ihr einen Beweis für uns? Ihr seid auch schon wieder zurück. Ja, aber sagt mal, warum brecht ihr denn nochmal auf? Das ist so. Lasst mich raten, der blöde Wärter wird euch bloß schikanieren. Hier. Majestätische Lykoshörner. Was ist das? Wenn ihr das abgebt, dann wird es eurem speziellen Freund hoffentlich die Sprache verschlagen. Danke. Okay. Hä? Und was ist jetzt so besonders an denen? An den Hörnern? Werden wir ja gleich sehen, wie er darauf reagiert. So, wir haben neue Hörner für dich. Hier ist ein Beweis, dass wir wirklich den richtigen Lykos erledigt haben. Unfassbar. Ihr habt es echt geschafft. Dann könnt ihr euch jetzt wohl tatsächlich den Rest des Tages ausruhen. Sieht aus, als wäre alles glatt gegangen. Danke für die Hilfe, Gondor. Kein Problem. Und jetzt haben wir wenigstens noch etwas Zeit, den Plan für morgen zu besprechen. Ja, wir sollten unbedingt die Einzelheiten nochmal durchgehen. Ja, das habe ich jetzt aber irgendwie nicht verstanden, weil ich meine, wir haben doch die Hörner von dem richtigen Lykosen mitgenommen.
Und das waren jetzt andere, coolere. Aber waren die jetzt überhaupt von dem richtigen? Check ich nicht. Egal. Nach dem Sieg über einen wütenden Lykos konntest du mit Gondors Hilfe den zweiten Gefängnistag abschließen. Okay. Passt schon. So, wir besprechen nochmal alles. We make our move at 0800. Right after outdoor duty start. My men will cause a commotion outside. Draw out the guards and jailers. The guards will be armed. So you dags will need to deal with them. Use the element of surprise. And the jailers? They're small fry. I'll take care of them. All right. How many guards? About 30. Take out 20 or so and we'll be sitting pretty. Then we break straight through the west gate. We'll have you lot covered, so just run for it. And how do we break through it? It's not like it's made of tissue. Surely you lot can handle a gate. Why else would the bitch queen even send you? Why do you keep calling Monica that? She's your mother. I'll call her whatever the hell I like. Anyways, you all got the gist of the plan now. You call that a plan? There's nothing to get. We don't even have any contingency measures, do we? I bet you're fun at parties. I prefer level-headed, thank you. Anyhow, we'll gather in front of Watchtower 1. After breaching the gate, thin out. You run and you don't look back. Clear? Okay, we'll do that. Good. You're dismissed. Gondor? Hmm? Please, just be careful. Who do you think you're talking to? You look like you'd make short work of that gate. Huh? Me? That wallop of yours on the first day. One hell of a hit. You sure give him a run for their money. Ha ha. Oh, thanks a lot. Looks like someone's ready to go. Shania! Well, look what the hawk's dragged in. Nice to see you too, Gondor. I've been here the whole time. You didn't notice? Oh, I'm sorry. Want a medal? Arrogant as ever. Anyway, think you're ready for this? Who do you think you're talking to? Oh, touchy. Just don't screw this up. You and Shania were friends from the crib. Was that it? Yeah, since we were kids. I didn't realize. Chick didn't know when to stop following me around. Had it up to my ears with her. Heard you bombed the selection test, and not for the first time. Yeah. I couldn't win in the last round. Why'd you use the cestus? You can barely throw a punch, makes no sense. Because I thought if I used your weapon, I could capture a bit of the Gondor spirit. You know that name pisses me off. And more excuses, eh? Stop copying me. You're even wearing my gloves now. Right, enough is enough. Nothing is safe for yourself. Ugh! Hang on, Alevness! Don't you have any originality? It's no wonder you lost. No wonder you never get picked. I have my style. She has hers. Why doesn't she get the message? I'm so sick of it. Hey, now... They seem confident. Are we okay? Everything's going to plan. Everything's fine. Everything. We can't afford to fail tomorrow's mission, huh? I really hope it'll all go to plan. It has to. We'll do everything we can to make it work. Okay. Was hat's mit Shania auf sich? Es wird nicht alles gut gehen.
Yeah, da bin ich nicht so always give 100%. A chance to shake off our fatigue. Der Tag des Ausbruchs ist gekommen. Seid ihr bereit? Mandana hat ganz viel gefaulenz, damit Mandana gleich ganz schnell laufen kann. Gondor wird das Zeichen irgendwann nach Beginn der Arbeit im Freien geben. Bis es soweit ist, müssen wir unauffällig unsere Arbeit erledigen. Oh Mann, dann müssen wir ja noch einmal diesen tollen Morgenappell über uns ergehen lassen. Zumindest ist es jetzt das letzte Mal. Alle wachsam bleiben! Ja, wir müssen auf alles gefasst sein. Trefft alle die letzten Vorbereitungen, dann gehen wir zum Zentralbereich. Okay. Ich glaube, ich bin vorbereitet. Shania. Hoffen wir mal, dass alles nach Plan verläuft. Ich verlasse mich auf euch. Können wir uns auch auf dich verlassen? Ist eher die Frage. So, ein letztes Mal. So, nun zur Diensteinteilung für den heutigen Tag. Es werden schöne Sprossen und Gummischwämme gesammelt. Und noch eine Sonderaufgabe für die Zelle, die gestern den Lykos besiegt hat. Ihr werdet die Population der links vom Zugang zum Außenbereich wild gehaltenen Gariffen vermindern. Wir, ganz allein. Nachdem die Gariffen ausgedünnt wurden, macht ihr mit den Eulen weiter. Danach folgt die Reinigung des Essenslagers. Sobald alles erledigt ist, macht ihr bei den regulären Diensten mit. Das wäre alles an die Arbeit. Meinen die das ernst? Das sollen wir alles allein erledigen? Tja, die wollen wohl auf die Probe stellen, was sie uns Musterknaben so alles auftischen können, bevor wir aufmucken. Gehen wir los. Ja. Okay. Dritter Gefängnistag. So, wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann dürfen wir... Dürfen wir aus dem Tor raus, oder? Ah, ne. I'm not exactly fond of it either. We can't afford to make the guards suspicious. It's Garaphus that we're supposed to be thinning out, right? Yes, Mom. Taking care of dumb jobs is what us model prisoners do. Ich habe gedacht, dass sie gesagt haben, dass wir, oder? Jenseits des Tores? Oder haben sie das hier gemeint? Ach, keine Ahnung. Egal. Ich habe mich vielleicht auch verhört. So, auf jeden Fall, die hier müssen wir killen. Yo. Das ist sogar tatsächlich ein bisschen nervig, weil das würde halt mit Ouroboros viel, viel schneller gehen. Ich nehme mal eine zweite auch noch dazu. So, das wird schon passen. Und hier ohne Ouroboros dauert es halt ein bisschen länger, die zu besiegen. Aber ist natürlich jetzt auch nicht schwer, die drei hier kalt zu machen. Bin ich locker hin. Yay! Kein Problem. Die erste Aufgabe wäre... Sorry. Die erste Aufgabe wäre erledigt. Kann ich langsam mal das Signal kommen? Ich hoffe, es ist nichts dazwischen gekommen. Bis sie das Signal geben, dürfen wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Machen wir einfach mit unseren Aufgaben weiter. Ach nö. Okay, guys, take out the guards. Ah, yes, the illustrious plan. You're still whinging about that. Yes, I am. It's all so messy. You would say that. Hey, if it gets the job done, what's the problem? Assuming it works. It will. We're gonna make it work. Come on. Whatever you say. Thank you.
Yay! Aber erstmal Freude. Dritter Gefängnistag, auch abgeschlossen. Der Ausbruch geht los. Kämpfe dich durch die Wärter und begib dich zum Wachturm Nummer 1, um zu Gondor zu gelangen. Ah, ich muss sie besiegen. Okay, na gut. Das ist echt ein bisschen nervig. Oder kann ich jetzt Ouroboros benutzen? Ah, jetzt kann ich wieder, okay. Oder? Noah und Mio gehen noch nicht. Und du, hä? Aber es geht jetzt trotzdem. Aber nur so halb. Okay, check ich zwar nicht ganz. Warum jetzt Mio und Noah nicht dürfen. Und alle anderen aber schon. Aber ist mir auf jeden Fall sehr viel lieber. Vor allem durch die starken Flächen angefüllt, wird es um einige schneller gehen. So viele Gegner auf einmal zu besiegen. So, ich schau dann gleich nochmal, ob die jetzt da Mio und Noah auch dürfen. Ach komm. Ja, okay. Aber no. Hä? Check ich nicht ganz. Manchmal ist es ja so, dass sie nicht sofort sich verwandeln dürfen, wenn sie gerade halt entweder. Wo sind sie denn? Ach hier. Wenn sie gerade umgeworfen sind oder wenn einer gerade eine Technik ausführt oder so. Und dann müssen sie halt warten, bis die beendet ist, glaube ich. Und. Aber kann ja nicht sein, dass es gerade die ganze Zeit der Fall war über. Weiß ich nicht. Egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Ouroboros, können sehr viel mehr Schaden machen und die Kämpfe schnell beenden. Okay. Nee, in die Richtung. So. Hier, wo ich stehe, ist auch ein Ausrufezeichen. Ja, ich glaube, das zeigt mir nur den Weg an, den ich gehen muss. Passt, glaube ich, schon. Okay. So, dann weiter geht's. Jetzt können alle. Wunderbar. So, los geht's. So gefällt mir das doch schon viel besser. Okay. Wunderbar. So sehe ich. Das ist doch viel, viel angenehmer. Wenn man hier so gegen 3 oder 4 Gegner auf einmal kämpfen kann. Da merkt man jetzt mittlerweile wirklich schon, dass ohne Ouroboros wirklich einiges fehlt. Weil das ist wirklich sehr, sehr stark, mit Ouroboros kämpfen zu dürfen. Rums, rums, rums. Und wenn der wegfällt, wenn ich nur normal kämpfen darf quasi, dann ist das schon ein deutlicher Nachteil. Also die Ouroboros-Verwandlung macht im Kampf einen sehr großen Unterschied. Vor allem, wenn man gegen viele kleine Gegner kämpft. Weil ich halt viele Flächen angegriffen habe. Aber auch gegen einzelne Gegner. Ouroboros ist schon stark. Definitiv. So, den auch. Einfach alles ausspammen. Wunderbar. Ah ne, hier sind immer noch welche. Okay, da, ja. Ich muss doch aber eigentlich hier jetzt hinlaufen, oder? Aber ich muss die trotzdem besiegen. Ja. Na gut, okay. Dann machen wir das auch noch schnell. Und los! Okay. Wunderbar. So, okay, da oben. Da sollen wir hingehen. Nicht zum Tor direkt hin. Erstmal hier hin. Stimmt, beim ersten Wachturm wurde ja gesagt, dass wir uns treffen sollen, richtig? Oh, kann ich hier wegweisen? Nee, kann ich nicht. So, wir treffen Gondor outside Watchtower Number 1. Right. It should be back along the route we took yesterday. Mhm. Gondor. Ihr seid spät dran. Das alles in der kurzen Zeit? Tja, ich war halt fleißig. Dann schnell auf zum Westtor, während meine Leute auf den Putz hauen. Es scheinen immer noch eine Menge Leute zu kämpfen. Ja, und sie haben noch nicht mal richtig angefangen. Dann eröffne ich mal den Hauptakt. Auf geht's, ihr Schwachmaten! Gondor hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Ah, als siebte Kämpferin. Interessant. So. Oh, jetzt muss ich da noch 12 weitere besiegen. Eieiei. Ei, ei. Mich würde schon interessieren, muss ich das überhaupt wirklich machen? Weil ich meine, die greifen mich ja auch nicht an. Ich meine, andererseits würde ich schon gerne auch Gondor austesten wollen. Ich schau mal einfach trotzdem ganz kurz. Wahrscheinlich geht's eben nicht. Und dann werde ich die halt kurz bekämpfen. Die anderen da. Weil ich meine, das wurde ja auch gesagt, dass wir. Ah ja, okay. Ja. Dass wir es deswegen machen sollen, weil die würden uns ansonsten ja nachlaufen und uns dann gleich wieder fangen oder so. Aber wenn wir halt alle hier ausschalten und wir gehen dann raus, dann würde uns erstmal niemand verfolgen können. Ja.
Okay, so, da ist Gondor. Bam. Rum. Die Moves sehen auf jeden Fall ziemlich nice aus. Okay, so, aber ich mache die mal kurz alle platt. Das sind genau dieselben Kämpfe wie auch davor, deswegen die schneide ich kurz raus. So, alle besiegt. War mega einfach. Und jetzt können wir hoffentlich gleich entkommen. So, wie machen wir jetzt das Tor auf? Dagegen schlagen. Ach, sie öffnen es für uns. Noch besser. Verstärkung? Sollen sie doch. Die hauen wir jetzt auch noch weg und dann sind wir am Westtor. So, diesmal 4 Stück, aber die haben trotzdem keine Chance. Ja, das sind aber sogar Elite-Einheiten. Ja, trotzdem. So, machen wir gleich mal. Ja, das war sogar vielleicht dumm. Ich hätte vielleicht nur mit Juni machen sollen. Erstmal stärken. Und dann danach mit Noah und Senna noch. Aber egal. Wird schon auch so passen. Aber ja, die halten schon deutlich mehr aus. Muss man zugeben. Aber ein Special kriege ich trotzdem rein. Nice. Bam, 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 bam. Mhm. Okay. Da, wenn man der eine ist sogar schon fast. Ach, die anderen sind keine Elite-Einheiten. Okay, nur der eine. Nur der Chef von denen. Okay. Dann ziehen wir erstmal die am besten. Vor allem den hier, der ist ja schon fast tot. Ja, komm, stirb halt jetzt mal. Okay, passt. Ja, und jetzt, ich meine, das haben wir jetzt eben. Griffbondo ist zwar tot. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Ich kann bisher bei Gondor noch nicht einschätzen, wer da dann Klassenerbe wird. Übrigens. Mio? Oder Noah einfach? Das ist nicht so einfach diesmal, weil Gondor ist ja wieder anscheinend eine Heldin, die man nicht, oder die zumindest nicht komplett optional ist, weil zum Beispiel Fiona oder so, die ich die letzten Mal immer dabei hatte, die war ja komplett optional. Man hätte ja auch komplett auslassen können. Und ich weiß nicht, ob sich Gondor dann direkt uns anschließen wird nach der Mission hier. Oder ob es wieder Monika ist, dass wir sie halt kennenlernen. Und dass aber dann später nochmal extra eine Heldenmission für sie geben wird. Ich glaube schon, dass auch eine Heldenmission für sie noch extra wird. Aber trotzdem kommt halt Gondor schon in der Story vor. Und das war bei Fiona ja zum Beispiel nicht der Fall. Und deswegen ist sie ein bisschen anders. Quasi. Ein bisschen eine andere Art von Heldin, wenn man so will. Bin mir gar nicht mehr sicher. Bei Monika war Juni, glaube ich. Straflager-Liefereingang. War, glaube ich, Juni die Klassenerbin. Hatte sie da mehr Gesprächsanteil so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, jetzt sind wir hier draußen. Und können uns hier auch außerhalb von dem eingezäunten Bereich noch ein bisschen umsehen. Was ist hier zum Beispiel? Kann ich da auch rein? Nee. Schade. Wo geht's denn dahin, da hinten? Keine Ahnung. Aber okay, dann gehe ich mal zum Zielort. Senna, you're up. I'm on it. Lance? Right here. Jawohl. Oh Gott. That design. They're the castle guard. What the spark? I thought they were supposed to be away doing their bloody training. An ambush. Gondor. This ain't an accident. Means one of you bastards snitched.
she made a choice, which will result in one of the best outcomes one could have hoped for. I don't see how. Of course, it's quite unfavorable for your little band of heroes. You're throwing the levs at us? Bring it. Been wanting to smash something up? Not so fast, boy. Your luck, well and truly, came to an end. On the day you chose to stand against M and N. Noah and Mio? But how? Those Mobius were Noah and Mio. What's going on? How is this? Who is this guy? It's not just that he looks like me, but... he's Mobius. And then there's... we have... the same face. Now there's the look I wanted to see. The look of a woman buried under the weight of her misguided expectations. How could you, Shania? Why are you siding with them? You're with the city. The people here, they're your people. My people? These pawns? People that rush towards an early grave without any consideration for the lives of others are no bloody kin of mine. Pace of... this what you want? Oh, you've had it easy, my friend. The great Guernica was your granddad, and your mediocre mother, the city elder. Oh, and let's not forget your Stella Ouroboros results. Of course you would have to ask that. You never did care about what I wanted. We're not the same at all. Sorry? You said that we were the same. But we're nothing like each other. You sure changed your tune. I'm seeing some newfound determination. You get a little pep talk from your friends, huh? Nobody gave me anything. It's because I'm part of the team. I'm only just starting to figure it out now. But I'm gonna change. Both me and this world. I won't let you. I'll never let that happen. If you stop us, everything's just going to stay the same. It won't stay the same! Shania! What's so natural about the life you want? A life you only get one shot at? At any point, someone could come along and tell you, okay, that's it, time to go. And who are you to say that life's worse? I know more than you. It's madness wanting a world like that. The best world for us is a world that at least gives us another go. We fail. We try again. We might even do better next time round. Shania, enough now. We're made to fight, to kill each other. Every single day, just hoping to see another dawn. Either way, we're still fighting for survival, aren't we? Am I crazy? Am I saying something strange? Because I don't think so. I genuinely don't. Twenty on the right. 20 on the left. 10 in the middle. The Mobius, too.
Petulia Bay? It's that way. Gondor. What? What are you... Head for the exfiltration point. Noah, wait. It's us they want to capture. I'm going to engage the Levnesses on the left-hand side. You can use that as a diversion. Shut the hell up! We'll make the diversion! You're too slow. We can't all make it out. However, a single unit should stand a chance. What are you guys gonna do? We fight, and worst case, we surrender. Let them hear us roar. Remember? Now, hold on! Now's the time. Ouroboros doesn't end with us. Right, candidate? Noah. Damn you! You'll do great. I know it. All right. We're breaking through. Distract them however you can. Gotcha! Uiuiuiui. Okay. Aber natürlich muss ich es wieder spannend machen. Ich würde erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim nächsten Mal wissen wir uns irgendwie dann, da muss ich wieder hinlaufen, irgendwie da durchkämpfen und den anderen genügend Zeit geben, damit sie fliehen können. Ich glaube nicht, dass wir den Kampf gewinnen können eigentlich. Also werden sie uns dann vielleicht festnehmen können. Ich bin mir nicht sicher, was dann alles passieren wird. Sehr krass auf jeden Fall. Bin sehr gespannt auf den nächsten Part. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.